Ja, zweimal mussten die Tigers am Wochenende ran und zweimal ging es gegen Mitkonkurrenten um die Playoff-Plätze. Am Freitag zog man bei den Falcons in Nürnberg mit 70-78 den kürzeren. Am Sonntag sollte gegen Phoenix Hagen unbedingt ein Heimsieg her. In Nürnberg liefen die Tübinger von Beginn an einem Rückstand hinterher. Die Aufholjagd wurde aber nicht belohnt. Es ist alles sehr ausgeglichen und spannend, so Kapitän Ino Schwolf im Vorfeld. Zuletzt haben wir gegen die Top-Teams aus Bremerhaven und Chemnitz gute Leistungen gezeigt. Wolf war nach Verletzung wieder an Bord. Die Gäste kommen nach dem Sieg am Freitag gegen Trier auf 26 Zähler. Offiziell 1900 Zuschauer waren mit dabei. Da haben wir die beiden Trainer, Andy Hipscher und Chris Harris. Los geht's! Wie schon in Nürnberg erwischte der Gegner den besseren Start. Die Feuervögel sind offensiv eines der besten Teams der Liga. Jonas Grof mit den ersten Punkten der Partie. Zwischen 2009 und 2016 spielten ja beide Teams gemeinsam in Liga 1. Nach der Insolvenz ist Phoenix Hagen wieder zurück. Hagen musste auf die Leistungsträger Aminu und Pechacek verzichten. Beshnik Bekteshi spielt zurück auf Philipp Neumann und der Center erzielt aus der Halbdistanz die ersten Tübinger Punkte. Doch die Antwort kommt prompt, Kapitän Dominik Spohr mit dem ersten Dreier. Der zweite folgte kurz danach zum 2:10 und dann folgte die erste Auszeit. Nach gerade mal 3 Minuten musste Hipscher schon eingreifen. John Jordan steckt schön durch zu Neumann und der bedankt sich per Dunking. Hagen traf aber weiter hochprozentig aus der Distanz. Nächster Dreier durch Niklas Geske, der fehlte ebenso wie Lodders noch im Hinspiel. Bekteshi dann mit dem ersten Tübinger Dreier. Er war mit 15 Punkten in Nürnberg bester Tigers-Schütze. So langsam kamen die Hausherren in die Gänge. Klasse Aktion von Sven Stamberger. Er hält den Ball nicht nur im Spiel, sondern findet auch noch Bekteshi und er markiert den 18:23 Zwischenstand nach dem ersten Viertel. Und auch den gönnen wir uns nochmal in der Verlangsamung. Jo! Chris Davis raus zu Stamberger, der lässt Geske ins Leere laufen und schickt die Kugel für 3 durch die Reuse. Dennoch wuchs der Rückstand wieder auf 12 Punkte an. Gute Aktionen wechselten sich mit leichten Fehlern ab, so richtig rund war das weiterhin nicht. Das war aber stark gespielt von Jordan auf Neumann und der vollendet. Die Gäste flexibler und zielstrebiger, da lief der Ball einfach besser. Michael Chilmore, jeder Spieler konnte bereits punkten. Das ist Hagens bislang bester Schütze in dieser Runde. Kyle Froy wieder für 3, 20 Punkte markierte er gegen Trier. Das Team des Kanadiers Harris führte zur Pause mit 44:36. Bis gleich. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik sowie die neuesten Techniktrends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de. Wir sind zurück und John Jordan eröffnete die zweite Hälfte mit diesem Dreier. Passt. Der US-Boy wurde ja nachverpflichtet und ist eine echte Verstärkung. In der Folge zeigten beide Teams kein Playoff-Niveau. Viele Fehler und Fahrkarten. Bei 7 Punkten pendelte sich der Rückstand ein. Baumann dann mal spektakulär. Auf der anderen Seite erneut Jordan jenseits der Dreierlinie. Knapp 10 Sekunden noch im dritten Viertel, Dianty Baldwin, von ihm war noch nicht so viel zu sehen, aber den macht er dafür überragend. Durch eine starke Schlussphase robbten sich die Gastgeber auf 3 Punkte ran, 52:55 der Stand vor dem Schlussviertel. Aber jetzt war es eine heiße Kiste, Stamberger für 3 sitzt.
Baldwin zu Neumann und der trifft zum 62 beide, alles wieder auf Anfang. Und das war die erste Führung in diesem Spiel für die Tigers. Sven Stamberger, na also, die Tübinger jetzt richtig gut unterwegs, auch die Halle war jetzt voll da, Logo. So, Crunchtime, wir wechseln die Perspektive. Dunking Baumann, Auszeit Hipscher. John Jordan, mein lieber Mann. Und der Bonusfreiwurf fällt zur Freude der Fans auch rein. Danach vergaben Baldwin und Spohr die letzten Siegchancen, somit hieß es 75 beide nach 40 Minuten, ergo Verlängerung. So, die Hälfte der 5 Minuten ist bereits rum, Bekteschi nimmt Maß und ab dafür. Und dann hängt schon wieder Baumann am Brett, jetzt ging es richtig ab. Bekteschi packt den Hammer aus. Er stand bis zum Ende die vollen 45 Minuten auf der Platte und spielte nun bärenstark. Bei dieser Aktion fault zudem Spohr Neumann, ergo gab's noch 2 Freiwürfe gratis, einen brachte der Center ins Ziel. Die Tigers 2 Punkte vorne und Achtung, wieder Beschnick, Bekteschi wieder für 3 und wieder drin. Halbe Minute noch, Wahnsinn. 11 seiner 23 Punkte machte er allein in der Overtime. Auch von der Linie behielt der Routinier die Nerven. Spohr brachte seine Farben nochmal ran, aber die Raubkatzen ließen die Feuervögel nicht mehr aus ihren Klauen. John Jordan setzte mit 2 Freiwürfen den Schlusspunkt, wobei der erste gar keiner Zeitlupe bedarf. Drin ist drin. Mit 24 Punkten war er der Topscorer der Partie. Ja, und dann war es vollbracht. Die Tigers schlagen Hagen mit 90 zu 86 und haben nun 24 Punkte. 4 fehlen weiter auf Platz 8. Dazwischen tummeln sich noch viele weitere Teams. Es bleibt erstmal bei Rang 13. Roland Steck hat wie immer die Stimmen. Ja, ein großartiger Sieg. Manchmal braucht es Spiele wie dieses. Dieser Erfolg könnte ein Signal sein für den Rest der Saison. Es war eine tolle Teamleistung und Beschnick hatte in der Verlängerung ein paar ganz starke Aktionen. Also das war heute wirklich klasse, so muss es sein. Genau, und ab zu den Kollegen. Beschnick, zunächst mal Glückwunsch der Mannschaft, aber auch dir persönlich. Großes Spiel, gute Nerven. Dankeschön. Wir waren nicht zufrieden, wie wir am Freitag aufgetreten sind und haben uns den Sieg durch die Lappen gehen lassen. Und wir wollten heute mehr kämpfen und als Team spielen, und das haben wir geschafft. Ja, ein bisschen, wie sagt man auch, du hast Scheiße an den Händen gehabt heute und unglückliche Pfiffe bekommen. Aber ja, umso stolzer bin ich auf alle anderen. Bessi ist, hat ein ganz starkes Spiel gemacht. Diante hat uns phasenweise extrem gut getragen. Und ja, es ist eine starke Leistung. War ein Kampfsieg, war nicht schön, aber Sieg ist ein Sieg. Ich glaube, der tut uns allen ganz gut gerade. Ich glaube, Besnik hat sehr gut geworfen. Das war ein richtiger Spark für uns. Wir haben auch wirklich hart gekämpft auf der defensiven Seite. Ich weiß, die haben ziemlich starke Spieler da, aber ja, ich denke, wir haben es geschafft. Also, ja. Glückwunsch und alles Gute. Dankeschön. Die Statements der Trainer reichen wir Ihnen natürlich nach. Am Samstag geht es zu den Unibaskets nach Paderborn. Die brachten Spitzenreiter Chemnitz die 2. Saisonniederlage bei, verloren aber 2 Tage später dann bei den Artland Dragons. Also wieder eine heiße Kiste. Das war's aus Tübingen.